Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um einen der schönsten Täublinge überhaupt und zwar dem grüngefelderten Täubling. Der grüngefelderte Täubling ist ein Symbiosepilz, den man vor allem in Laub- und Laubmischwäldern finden kann. Besonders gerne findet man die Art bei Buchen, Hainbuchen oder auch Eichen. Seltener sind aber auch Funde in Nadelmischwäldern möglich. Die Art kommt auch mit sehr trockener und heißer Witterung zurecht und gehört damit sicherlich zu den typischen Hochsommerpilzen. Finden kann man den grüngefelderten Täubling vom Frühsommer bis in den Herbst hinein. Hauptsaison hat die Art bei uns in den Landkreisen Mühldorf und Altötting in Oberbayern, in der Regel aber vor allem im Pilzmonat Juli. Der grüngefelderte Täubling ist ein super Speisepilz. Die Art besitzt sehr festes, knackiges Fleisch und einen tollen Geschmack. Durch seine für Täublinge etwas außergewöhnliche Oberseite ist der grüngefelderte Täubling außerdem sehr leicht zu erkennen und kaum zu verwechseln. Wer damit anfangen möchte, Täublinge als Speisepilze zu sammeln, für den wäre der grüngefelderte Täubling somit eine sehr, sehr gute erste Anlaufstelle. Der grüngefelderte Täubling erreicht einen Hutdurchmesser von bis zu 18 cm. Jung ist die Hutoberseite oft noch relativ hell gefärbt, zum Beispiel weiß-grünlich bis creme-weißlich, aber immer mit grünem Farbstich und fast noch komplett ungefeldert. Mit zunehmendem Alter werden die Farben intensiver und auch die typische Felderung auf der Hutoberseite wird immer deutlicher sichtbar. Farblich sind dabei verschiedenste grüne und grünblaue Farbschattierungen möglich, zum Beispiel grünlich, grasgrünlich, blaugrünlich oder auch blaugrün-gelblich. Im Gegensatz zum Frauentäubling besitzt der grüngefelderte Täubling aber nie violette Farbtöne auf der Hutoberseite. Auf der Hutunterseite befinden sich beim grüngefelderten Täubling weißlich bis cremeweißlich gefärbte Lamellen, die sich im Alter auch etwas gelblich verfärben und braunfleckig ausfallen können. Die Lamellen sind ausgebuchtet am Stiel angewachsen und am Grund queradrig miteinander verbunden. Bei jungen Fruchtkörpern stehen die Lamellen außerdem vergleichsweise eng. Das Sporenpulver ist grundsätzlich weißlich gefärbt, besitzt aber einen gelblichen Farbstich. Der Stiel der grüngefelderten Täublinge erreicht eine Länge von bis zu 12 und einen Durchmesser von bis zu 4 cm. Der Stiel ist an sich weißlich gefärbt, kann aber im Alter auch etwas bräunlich verfärbt ausfallen. Auch an Druckstellen oder Fraßstellen fällt der Stiel gerne etwas bräunend aus. Der Stiel ist zylindrisch geformt und direkt unter den Lamellen etwas weißlich bereift. Der grüngefelderte Täubling besitzt weißlich gefärbtes und in Teilen auch mal etwas bräunlich verfärbtes Fleisch. Es handelt sich um eine wunderbar festfleischige Art. Das Fleisch ist außerdem sehr spröde und dementsprechend brüchig. Der grüngefelderte Täubling besitzt einen angenehmen pilzig-nussigen Geruch mit leicht süßlicher Komponente. Die Geschmacksprobe fällt angenehm pilzig-aromatisch aus. Chemische Reaktionen: Mit Eisensulfat verfärbt sich das Fleisch des grüngefelderten Täublings im ersten Moment nur ganz schwach orange-rosa. Nach einiger Zeit geht dieses helle orange-rosa dann aber ins rostbräunliche über. Und abschließend hier jetzt noch die Farbreaktion mit Guaiac auf der Stielrinde. Kommen wir nun zu den verschiedenen Verwechslungspartnern. Als Täubling ist der grüngefelderte Täubling natürlich in erster Linie auch mit anderen Täublingen zu verwechseln.
Besonders ähnliche Arten wären dabei der Standardfrauentäubling, der grüne Frauentäubling oder auch der grasgrüne Täubling. Aber auch andere Täublingsarten mit grünen und bläulichen Farben wären da zumindest theoretisch Verwechslungspartner. Wenn man aber auf diese typische gefelderte Hutoberseite beim grüngefelderten Täubling achtet, dann kann man den grüngefelderten Täubling eigentlich nicht mit anderen Täublingsarten verwechseln. Da es sich beim grün gefelderten Täubling ja um eine relativ grünlich gefärbte Täublingsart handelt, wollen wir hier der Vollständigkeit halber auch noch vor dem grünen Knollenblätterpilz warnen. Ja, also wer Täublinge nicht als solche erkennen kann, der muss da wirklich höllisch aufpassen. Gerade bei grünlich oder sehr hellen, weißlich gefärbten Täublingen ist da höchste Vorsicht geboten. Eine Verwechslung mit dem grünen Knollenblätterpilz wäre an der Stelle wirklich tödlich. Zu beachten ist dabei, dass grün gefelderte Täublinge zum Beispiel nie einen Stielring haben und nie eine Stielknolle und auch keine Volva an der Stielbasis. Ja, soviel zum Thema grün gefelderter Täubling. Ich muss zugeben, für mich ist der grün gefelderte Täubling wirklich der König der Täublinge. Gibt kaum eine schönere Täublingsart, auch wenn natürlich die bunten Täublinge immer eine Augenweide sind. Aber gerade mit dieser gefelderten Hutoberseite ist der grün gefelderte Täubling einfach was ganz Besonderes. Ja, und es macht immer wieder Spaß, wenn sich die Art zeigt und wenn man sie finden darf. Wie sieht es denn bei euch in der Region aus? Konntet ihr den grün gefelderten Täubling schon finden? In welchen Waldarten erscheint der grün gefelderte Täubling bei euch? Also bei uns erscheint er schon überwiegend im Buchenmischwald, aber hier und da ist dann doch mal ein Fund im Nadelmischwald möglich. Dementsprechend würde es mich interessieren, wie es da bei euch aussieht. Schreibt es vielleicht, wenn ihr mögt, in die Kommentare. Ja, zum Abschluss vom Video gibt es jetzt wie gewohnt nochmal eine Detailaufnahme in der Art. Da könnt ihr euch die Merkmale vom grün gefelderten Täubling nochmal anschauen und sich einprägen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Start ins Wochenende. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht's es gut und bis dann.